Alles klar, Leute. Ja, ich bin hier und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt zwar schon Dratini gefangen und das Maya genannt. Und, oh, das ist so süß. Und wisst ihr was? Ich habe beim Fangen, da habe ich sogar ein Dragonier gesehen. Also das kam Naura, das ist sofort geflohen. Und ich habe mir gedacht, ach Mist, fängst du es einfach nochmal beim Film. Denn das war extrem lustig, das zu fangen, weil da so viel Scheiße zwischendurch kam. Und, oh cool, Nidorino. Und da ich sowieso mit Hyperspeed mache, also, naja, mit etwas schnellerem, was weiß ich, kann ich ruhig dingsen. Also es würde nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe ein Pokémon gefangen, nice. Oh, dann habe ich bald Nidoking. Ich frage mich, wie Nidoking aussieht. Und wisst ihr was, ich habe auch schon Tauros und Sichlor gesehen und alles, aber die habe ich natürlich nicht gefangen gekriegt. Wie denn auch, viel zu schwer zu fangen. Nein, natürlich nicht, aber... Egal, aha, Paras, aha. So, Leute, ich probiere jetzt wieder Dratini zu fangen. Und ja, ich möchte euch einfach zuschauen lassen beim Dratini fangen, denn das ist lustig gewesen. Und... okay. Das ist jetzt... Ey, unfair! Ey, das ist sehr unfair. Ja, egal. Jetzt habe ich euch gezeigt, dass ich Dratini gefangen habe. Jetzt könnt ihr nicht sagen, ich habe es gekauft oder so. Alles klar. Euch zuliebe ziehe ich auch nochmal los und probiere einen Sichlor zu fangen. Was ist denn jetzt los? Da muss ich aber probieren, den Ort wieder zu finden, wo ich Sichlor... was mache ich denn da? Wo ich Sichlor gesehen habe. Oh, scheiße, bin ich jetzt zu doof hier, um zu laufen oder was? Ich weiß, glaube ich, noch ganz genau, wo Sichlor war. Ganz genau, in Klammern, also so in Klammern denkst du so, ne? Scharnierer. Cool. Oh, das flieht, wa? Ne, es ist watching carefully. Wenn ich es fange, dann... Oh, scheiße. Ist egal. Hier habe ich Sichlor gesehen. Ein Oweier, ja, sowas brauche ich nicht. Was haben wir jetzt? Ein Nidoran, weiblich. Was haben wir hier? Ein Rihorn. Das haben wir auch schon. Was haben wir hier? Noch ein Rihorn. Ein Parasek. Oh, scheiße, ich hab's ja schon. Ich hab gedacht, ich hab's nicht. Aber, okay, egal. So, oh, Mann. Ich will doch nur hier... Rihorn, da, 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 da. Oh, Mann, es wird mir langsam zu doof hier. Ey, Mädels. Nein, nein, kein Stein werfen. Oh, Mann. Oh, wenn meine Pokémon schon Surfer können, dann könnte ich hier irgendein Item holen und ich glaube, ich höre mich leicht verschnupft an. Warum, weiß ich auch nicht. Ich fühle mich einfach so. Oh, ja. Und... Okay, 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 so. Oh, Mann. Okay, letzter Versuch. Ja, okay, dann kommt jetzt der letzte Versuch. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, beende ich das hier. Und melde mich wieder, wenn Dratini auf Level schieß mich tot ist. Also, ja. Bis gleich. So, Leute, alles klar. Ich habe jetzt sonst wohin geswitcht. Aber Maya ist jetzt Dragonier Level 38. Rika ist auch Level 38. Ach ja, genau. Ich habe Maya habe ich Eisstrahl beigebracht und Rika habe ich Donnerblitz beigebracht. Kari ist Level 37 und Kari habe ich Surfer beigebracht. Sashiko ist Level 39 und Ayame ist Level 41. So, eine Sache habe ich noch gemacht. Ach nee, habe ich nicht, aber sagen wir es so. Eisstrahl und Donnerblitz haben mich insgesamt ungefähr 160.000 gekostet. Und jetzt habe ich wieder ein, ja, 41.000. Ja, ich habe durch das ganze Level noch ordentlich Geld verdient. Und hier in dem Haus, wenn man die Treppen hochgeht, dann bekommt man von diesem Professor-Forscher-Typ hier, wenn man 50 Pokémon hat, ich habe jetzt schon 58, ne? Wenn man 50 Pokémon hat, dann bekommt man von dem den EP-Teiler. Und der ist natürlich sehr nützlich. So, ja. Ich würde sagen, ich renne jetzt in die Arena rein. Und ja, hier sind überall unsichtbare Wände. So, was nehme ich? Ich würde sagen, nicht Surfer. Kari kann ein bisschen kämpfen. Komm her hier, du Opa. Josie, oh, wie ich dieses Vieh hasse. Und die Musik ist leicht laut und nervig. So, naja. So, so geht das schon. Ach du Kacke. Oh, Bite. Oh Mann.
Die können schon Psychokinese, das ist ja unfair. Na egal, fertig werde ich das sowieso machen. Da ihr seht ja, wie viel ich dem abzähle, ne? Ja, zwei andere vor und Todd. Was ist Roleplay? Naja, egal. So. Dann wollen wir gleich weitergehen. Jo. Hallo Oppi. Warum sage ich eigentlich so alle Oppi? Ich weiß es selber nicht, aber egal. Hypno. Das sieht komisch aus, aber ist ja nicht mein Hypno. Aber Leute, eine... Wieso habe ich jetzt so Husten? Ich wollte gerade sagen, eine Sache macht mir zu schaffen und das ist nicht mein Husten. Das Vieh von dem ist Level 38. Ich bin gerade echt gespannt, welches Level die Pokémon von Koga sind. Nee, nicht Koga. Doch Koga. Also von dem Arenaleiter halt, ne? Ich bin da echt gespannt und es macht mir auch leichte Sorgen, denn nicht, dass sie stärker als meine eigenen Viecher sind. Und ja, der hat halt Gift-Pokémon. Und ich liebe Gift-Pokémon über alles. Also das sind echt die tollsten Viecher der Welt. Nee, ich hasse sie. Ich hasse sie. Nee, keine Ahnung, aber ich denke mal, meine Pokémon schaffen es locker, die fertig zu machen. Denn ihr seht ja hier, die mache ich ja auch ganz cool fertig, ne? Ja. So, nochmal Biss reingehauen und dann... Ja, und dann nochmal Twister. So, und dann geht's auch gleich weiter zum nächsten. Hallo du. Du bist ein Psycho, wa? Ne, ein Dompteur, okay. Arbok. Ich hasse Arbok. Ne, ich hasse es nicht, aber es ist so hässlich hier. Ey, die hätten sich als Moimon da ruhig was Besseres einfallen lassen können, ey, aber... Ne, Arbok müssen sie wieder richtig hässlich machen. So, Kari ist Level 39. Und jetzt kommt Sandslash. Oh, das sieht so cool aus. Das sieht richtig episch aus, ne? Wenn man das so sieht, voll episch irgendwie, ne? So steht da und guckt so nach hinten und... Ach, keine Ahnung. Ja, bist tot? Ja, es ist tot. Und es bringt hammer viel XP. Total geil. So, Sashiko kann auch mal wieder. Mit den drei Haarfarben. So, bams. Vögel fressen doch normalerweise Schlangen. Also habe ich ja voll den Vorteil hier. So, Quick Attack und tot. So, was wird denn nun gelevelt? Nehmen wir mal nochmal Rika, bis es 39 ist. Dann nehme ich meinetwegen kurz Ayam und dann kommt Maya. Ja, kämpfen wir mit mir. Sandslash, wieder mal. Ja toll, jetzt habe ich... Ich habe Nadelrakete, hat's gelernt. Ja okay, das bringt aber gar nichts, habe ich gerade gesehen. Machen wir mal Doppelkick. Oh fuck. Ja, das ist ja ziemlich schlecht. Ich würde sagen, ich wechsle zu Kari. Kari, hau sie alle um. Surfer. Bams. So. Arr, bock, bock. Bock, bock. ja, ich frage mich nicht warum, aber ich habe gerade irgendwie... Ich bin gerade wieder so komisch drauf, ne? Also wie immer eigentlich. Na egal, so machen wir Quick Attack. Nein. Dann machen wir Double Kick. Ja. So, was kommt jetzt? Ah, nichts mehr. Ja, dann kommt der hier. Ja, Koga kommt vom Süden. Oder so. So, Thunderbolt. Wie ich das hasse, wenn die so viel abziehen. So, und... Oh, kein Level up. Na, das kriege ich auch noch hin. What the fuck? Ja, Maya macht das tot und dann haben... Nicht beide Level up. Egal. Oh, scheiße. Also ich habe gemerkt, Slam ist eine saunützliche Attacke. Deswegen werde ich die wahrscheinlich auch länger da lassen. So, das waren alle Viecher, alle Gegner, wa? Ja, waren alle. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt irgendwie raus. Und dann kann ich mit vollen Pokémon wieder hierher kommen und Koga besiegen. Dam, 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 dam. Ja. So, okay, gehen wir wieder rein und... Ja. Was hast du eigentlich zu sagen, du Typ, du? Jo, Champ in der Ausbildung. Fuchsania Arena ist ein ziemlich trickreicher Platz. Hier sind überall unsichtbare Wände. Koga scheint in der Nähe zu sein, aber der Weg ist versperrt. Keine Ahnung. Ach, Mann. Pokémon-Zeugs übersetzen ist sehr schwer. Nee, eigentlich nicht, aber... Ah, Mann, bin ich jetzt zu doof, um da... Hier, so... Zack. Alles klar. Und ich würde sagen, es ist schon wieder so spät, also kann ich einfach speichern.
Weil, na, das lohnt sich jetzt nicht, wenn ich in 10 Minuten nochmal anfange. Ja, und deswegen sage ich einfach, im nächsten Kampf geht's los. Im nächsten Video geht's los mit dem Kampf gegen Koga. Und ja, dann freuen wir uns alle. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.